Spiegelung, ätzende Haut, Versteinerung klingt immer böser, keine Reinigung. Beschwer in den Händen des Zauberers der große und auf mächtige Weise verzauberte Waffen sowie eine brillante arkane Brustplatte zu seinem Schutz. Kampfmagier. Froststecken, nein. Durchbohrendes Siegel, kurzzeitiger Kokor. Welkender Wind. Großer Zauberbuch. Wenn möglichst ein Zauberer vorübergehend Zaubersprüche der 7. Stufe der Liga von Druidenpriester Zaubern auszuleihen. Für kurze Zeit kann der Zauberer die gestohlenen Zauber frei einsetzen. Nö. Asha. Yes? Ja, jetzt müssen wir zu der Lady hier noch rein. Und ich weiß gerade gar nicht, die Quest mit der Wasserformer-Gilde. Sollte ich da nicht Tikeo dabei haben? Das ist wieder auch so eine tolle Sache. Gucken wir mal kurz. Das ist nämlich hier bei Huana. Der Schatten unter Neka. Ja, da sollte ich Tikeo dabei haben. For what do you enter my home uninvited? This is my estate, not a beachside hut. Warum kommst du uneingeladen in mein Heim? Das ist mein Anwesen, nicht irgendeine Hütte am Strand. Epero sieht dir in die Augen, während sie nach ihrer Waffe greift. Ich erforsche nur die Gegend. And you got greedy. It will not happen again. Ekira, und du bist gierig geworden. Das wird nicht noch einmal passieren. Sie rollt die Stirn und stürmt vor. Hi. Palegina, du ermunterst mal Xoti. Du machst mal hier Kettenblitz. Ja. Wow, haben wir jetzt viel Seelenzeug. Na komm mal, übernimm den. Stop this. So. Dann schießen wir mal ordentlich auf sie. Tödliche Überraschung, nee. Hauen sie und bolzen sie. Und wisst ihr was? Ich bin mal gerade richtig gut gelaunt. Warum kann Xoti gerade? Ach so. Sie leidet noch unter was. Schön. Mhm. Hey, frisches Obst, gute Brustharnische. Seltener Zauberbuch, ein guter Zauberstab. Ja. Komm. Nicht aufhängen. Ah, Gott sei Dank. Ja, aber wir haben wohl eine Unterbrechung gesehen, der Aufnahme, weil sie es kurz aufgehangen hat. Seelenlehre. Hier wird nach einer Rast die Effekte des Weißblatts. Hm. Perlen und das Kartenfragment. Dieses Stück zerrissenen Pergaments zeigt dir die bekannten Gewässer und Landmassen für euer Archipels, doch ohne die anderen Fetzen ist es unmöglich zu sagen, wohin genau die Karte dich führen will oder wie du dorthin kommst. Der Rand ist mit einer Notiz versehen. Epero, mein letzter Wunsch ist, dass du den anderen wenigstens 2 Wochen Vorsprung gibst, bevor du deine Bluthunde auf sie ansetzt.
Ich weiß, dass du immer knapp bei Kasse bist, aber bitte erlaube ihnen diesen kleinen Vorsprung. Ich habe den Schatz vergraben, damit wir ihn uns allen teilen können. Captain Henqua. Okay. Damit haben wir das letzte Teil. Was wir nicht haben wohl, ist alle Kartenfragmente. Ah doch, Karte zusammenstellen. Du hast einen Gegenstand erhalten, Kapitän Henquas Schatzkarte. Diese zusammengestückelte Annäherung an eine Karte zeigt den Weg zu einer abgelegenen Insel. Zeichnung von kleinen Hütten und der Name Junvik stechen hervor. Die nördliche Küste ist allerdings mit dem dahingekritzelten Abbild eines Schädels markiert. In kreidigen Buchstaben steht um die Landmasse herum der Name ertrunkene Hügelgräber geschrieben. Allein das Pergament in den Händen zu halten, erfüllt dich bereits mit einem Gefühl der Furcht. Als du mit einem Daumen über den Schädel fährst, trommelt dein Puls rasend schnell. Aber eine Quest hat das jetzt nicht angegeben, oder? Nö. What can I do you for? So, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich auch alles mit, was hier so rumliegt. Kann sich ja nur um wertvolles Zeug handeln. Alright. Ah, hier geht's nach oben. Ja, hier war auf jeden Fall was. Arkane Salbe, Trank des Geisterschildes. Also ja, hier kommen wir schon an ein paar Sachen ran. Eine große Heilrolle. Und noch ein paar andere Bücher. Hey, sie hat sogar eine Statue von Ondra. Oder Engati, besser gesagt. Diese Schnitzerei von Engati ist hier detailliert angefangen von den Schuppen an ihrem Bein bis hin zu den feinen Spitzen ihrer Zähne. Ah, Weißblatt, Reiswein. Alof sollte ich in der Gruppe lassen. Ich könnte Xoti für Tikeo eintauschen fürs Erste. Wäre wahrscheinlich nicht die dümmste Idee. Weil wenn ich dann schon in Dings bin, hier in der Kataka und Quests mache, sollte ich auch wenigstens die Quest machen. Oh, lass. Can you be learning me how to do that big blue sword thing? Is this one of those colorful pirate expressions? Nay, gods, nay. Well, literal as a dear wooden score, ma'am. In that case, no. Na, die haben Spaß, hä? Also, Seraphim fragt, Palingena, hey Mädel, kannst du mir beibringen, wie man diese Sache mit dem großen blauen Schwert macht? Ist das einer dieser blumigen Piratenausdrücke? Nein, meine Güte, nein, war so wortwörtlich wie eine dirwäldische Lehrerin. In diesem Fall, nein. Im anderen Fall wahrscheinlich auch, nein. Also ja, wie mache ich das am besten? Am besten gehe ich jetzt direkt auf mein Schiff. Weil wir haben alles abgeklappert, bis auf den Aussichtspunkt und den Schlund. Ich gehe auf mein Schiff, tausche Xoti gegen Tikeo und speichere, bevor ich wieder an Land gehe. Nee, halt, ich gehe an Land und speichere dann.
Exoti muss leider raus. Tikeo muss rein. Wasserformer-Gilde ist gesperrt. Dann gehen wir doch gleich in die Metallschmiede, dass ich das als erstes das nächste Mal mache. Du erkennst eine große Rauchwolke, die sich hinter den Häusern vor dir auftürmt. Na, ganz toll. In den höheren gelegenen Gebieten von der Katara machen schräge Hütten und Gebäude mit fremdländischen Aussehen Platz für bunte offene Häuser mit breiten Häuschen, die kunstvolle Reliefs zeigen. Anstatt dich um Münzen oder etwas zu essen oder zu bellen, versuchen die Kinder hier dir Karten für ein Stück zu verkaufen oder die Vorteile der öffentlichen Bäder anzupreisen. Du gehst um eine Ecke und stehst plötzlich mitten im Tumult eines der großen Häuser vor dir brennt. Er steht vollständig in Flammen. Die meisten der Runar starren fasziniert in die Flammen. Einige wenige schreien vor Entsetzen oder laufen los, um die Feuerwehr zu holen. Das Haus untersuchen. Tiefblick hilft. Nee, Wahrnehmung. Das Haus sieht nicht anders aus als andere Häuser im Viertel, auch wenn es vielleicht ein wenig größer als die meisten hier ist. Hellblaue Farbe mit weißen Details gesprenkelt. Schält sich vom Bauwerk ab, wo sie nicht bereits vom Feuer geschwärzt wurde. Die große Eingangstür ist offen und Rauch entweicht auf die Straße. Du glaubst eine schandhafte Bewegung im Haus wahrzunehmen. Frische Fackeln liegen an den Traufen darüber. Anscheinend war dies das Werk vom Brandstifter und das Haus betreten. Du misshältst das Haus durch die offene Tür, einem Armhässel schützen vor dem Mund. Rauchung gibt dich, die Hitze zerrt deine Haut und bringt dein Haar dazu, sich zu kräuseln. Dann siehst du die Leichen. Im Hauptraum liegen drei Leichen. Zwei liegen auf dem Boden und weisen Wunden von dünnen kleinen Klingen auf, die immer noch bluten. Eine dritte Leiche liegt über einem langen, niedrigen Stuhl. Ihr Körper ist von Armbrustbolzen durchdrungen. Auf Hinweise untersuchen. Nicht genug Wahrnehmung. Hier sieht nichts ungewöhnlich aus, außer die Leichen, die ganz eindeutig nicht durch das Feuer gestorben sind. Nach der Anwesenheit von Geistern suchen. Du öffnest deine Wächtersinn und suchst nach der Anwesenheit von Geistern. Du spürst den Schmerz auf dich einpassen. Die tiefe Agonie von Klingen, die in deine Haut gebohrt werden. Die heftigen Einschläge von Armbrustbolzen. Du hörst Schritte. Die Bastarde aus dem Schlund, die dich getötet haben, flüchten durch die Hintertüre. Die Essenz der Geister strudelt gefährlich. Sie wird von den physischen Flammen genährt und nährt sich im Gegenzug auch. Diese Vision verblasst. Die Leichen ausrauben. Anscheinend hatte jemand vorher die Leichen entdeckt. Ihre Geldbeutel wurden von ihrem Gürtel geschnitten, ihre Schmuckstücke grob von den Fingern und Ohren gerissen. Die Brandstifter verfolgen. Du rennst aus der Hintertür auf eine fast verlassene Straße. Die Gruppe zerlumpter Gestandener mit Fackeln in den Händen sind die einzigen Anwesenden. Du bemerkst, dass einer von ihnen einen prallen Sack hält, der mit Blut befleckt ist. Einer der Gestandenen ist ein breitschultriger Mensch mit einer eng sitzenden Maske, Blick finster vor sich hin. Anscheinend haben wir hier einen Held. Schade um dich, denn leider hat unser Chef klare Anweisungen in Bezug auf Zeugen erteilt. Du hast ihresgleichen bereits im Gefolge von Direo gesehen. So wie sie sich verhalten haben, leitest du ab, dass sie wahrscheinlich von ihm angeheuert wurden. Grinsen ziehen die Schläger der Waffen und verteilen sich, um dich einzukreisen. Direo und mich verbindet eine gemeinsame Geschichte. Steck die Waffen weg und ich vergesse, dass ihr sie gezogen habt. Der Chef hat mich geschickt, um sicherzustellen, dass die Idioten nicht hier rumstehen und das Lagerfeuer anstarrt. Weich zurück, ihr Arschlöcher. Ich kann alles vergessen, was ich gesehen habe, aber das hat einen Preis. Angreifen. Das ist für die Leute im Haus. Versuchen zu fliehen. Nehmen wir die 1. Ein grobschlächtiger Mauer entfaltet seine dicken Arme und hebt eine Hand. Ikea, es ist dieser Wächter, oder? Der maskierte Mann blickt flüchtig von ihm zu dir. Hagnim, er deutet mit dem Kopf umwirrt in Richtung Gebäude. Diese Gummköpfe haben die Reo zu lange zu viel geschuldet. Wir verlangen nur das zurück, was ihm gehört. Du solltest machen, dass du hier wegkommst, bevor die Mataru eintreffen. Der Anführer runzelt die Stirn, aber er nickt dir kurz zu. Mit einem letzten unsicheren Blick fliehen die Brandstifter in die dunklen Gassen. Du rückst zurück zu dem glimmenden Haus und gehst weiter die Straße herunter. Ob das klug war?
einfach Tireos Bandstift entkommen zu lassen. Das hat mir auf jeden Fall jetzt ziemlich viel Zeit gekostet und ich habe schon wieder viel zu weit überzogen. Toll, ich bin mehr zwielichtig geworden. Wo kann ich das letzten Spielstand laden? Ah, da, Autosave. Okay, Leute, dann lade ich meinen Autosave. Weil irgendwie hatte ich es gerade zu eilig und habe nicht richtig überlegt, was ich machen soll. Weil jetzt bin ich hoffentlich nicht schon zwei zwielichtig. Nein. Gut. Das lag wirklich daran. Also ich speichere jetzt hier. Das ist dann LP41. LP041. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.